So, was sich sehr viele Leute gewünscht haben, ist Annie the Duck. Annie the Duck hat vegan versus Fleisch getestet. Hört sich sehr interessant an. Ich schaue rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen vorzüglichen Review, meine lieben Freunde. Wir reviewen heute was zu essen. Und zwar eine Sache, die in der Hitze des Gefechts, nein, die in der, im Feuer der Diskussion steht, die im Brennpunkt der Twitter-Diskussion sind. Was steht denn da? Der Twitter. Ach so, wegen der Rügenwalder Mühle, da gab es ja so einen Shitstorm mit ekelhaft diese Produkte, okay. Ja, ich habe tatsächlich von der Rügenwalder Mühle noch nicht so viel probiert, weil als ich in Deutschland gewohnt habe, waren die meisten Produkte noch vegetarisch. Mittlerweile haben die auch viele vegane Produkte, aber hier auf der Insel gibt es nichts von Rügenwalder Mühle. Das ist so ein deutsches Ding halt, ne, logischerweise. Deswegen, ich kenne die Produkte nicht, aber ich bin mal gespannt, was sie sagt. Twitter-Diskussion. Ach, sie hat auch andere Sachen. Sie hat Simply V-Frischkäse, oh mein Gott. Ey, Simply V-Frischkäse ist ultra gut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir reviewen auf jeden Fall heute vegetarische / vegane Ersatzprodukte und ganz ehrlich, schmeckt das, taugt das was? Kann man damit wirklich Sachen ersetzen oder nicht? Also diesen Käse, den hier unten hat, also der ist jetzt nicht da, der war im anderen Frame, aber der ist sehr gut. Und das Ding ist, vielleicht schmecken diese Ersatzprodukte so allein und für sich auch lecker und tun wirklich die meisten, Prost. Aber Prost. Schmecken sie auch lecker, wenn man den 1:1 direkten Vergleich, hier ein Würstchen vegan, hier ein Würstchen aus Fleisch, schmeckt es dann immer noch gut, kann man dann immer... Leute, ich will jetzt nichts sagen, aber bitte verurteilt mich nicht, aber war das hier so eine gute Pose? Ein Würstchen vegan, hier ein Würstchen aus Fleisch. Hä, warum ist das Video auf einmal so langsam? Ach so, es hat geleckt auf YouTube. Entschuldigung, das Video hat kurz geleckt, weiter geht's. Außerdem, ihr fragt euch bestimmt, Mensch Anni, ich habe auch eine Frage. Mensch, Anni, wo hast du denn dieses geile Merch her? Was ist denn das für ein mega cooler Pullover? Ja, sag mal, wo ist der denn her? Ich bin so scheiße Werbung machen, ne? Ey, gar kein smoother Übergang. Ich habe mein Merch rausgehauen vor fast 2 Wochen. Oha! Ja, erzähl mir mehr. Und ja, falls ihr sagt, hey, ich finde das voll cool, ich würde mir das gerne auch kaufen. Hey, ich finde das voll cool, ich würde mir das gerne auch kaufen. Aber wo kann ich das kaufen? So ein Duck-You-Pullover. Und falls ihr auch sagt, ich hätte das gerne noch rechtzeitig vor Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Ist das die Webseite? AnniTheDuck.com? Oh mein Gott, da werde ich auf jeden Fall gleich richtig zuschlagen. Dass ihr mal schenken wollt oder wie auch immer, dann könnt ihr nur noch bis Sonntag bestellen. Nur noch alle. Was für einen Tag haben wir heute? Nein! Wie bis Sonntag? Ist das. Was? Oh nein, das Video ist vom 30. Am 30. war der Samstag und der Sonntag war gestern. Anni, wieso tust du mir das an? Ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Alle Bestellungen, die bis Sonntag reinkommen, bis morgen, bis zum 1.12. Jetzt, was soll ich jetzt Weihnachten machen? Was soll ich denn jetzt Weihnachten machen? Anni, kannst du nicht Expressversand anbieten? Bitte, Anni. Bitte. Können auch noch definitiv rechtzeitig vor Weihnachten ankommen. Bei allen anderen Sachen ist es nicht mehr garantiert. Nein! Es ist nicht mehr garantiert. Okay. Okay. Puh. Alles okay. Generell schließt der Shop am 15.12. Also ihr habt ab jetzt nur noch gute 2 Wochen Zeit, um euch vielleicht was zu kaufen, worauf ihr Bock habt. Also je nachdem, worauf ihr Bock habt, würde mich sehr freuen, falls euch das gefällt und falls ihr da Bock habt zu unterstützen. Falls nicht, kein Problem. Falls doch, cool. Okay, eine Scheibe Graubrot. Jetzt bin ich gespannt. Zeig, was du hast. Ich habe so Hunger. Ich habe noch gar nichts gegessen, weil ich wusste, wir werden heute viel essen im Video. Also habe ich viel Platz in meinen Magen gelassen. Brumm, brumm, brumm. Oh, du grummelst schon. Keine Sorge, ich werde dich gleich füttern. Wir haben halt, weil wir nicht so ultra krank viel Fleisch verschwenden wollen, weil ich wohne halt alleine und Mike wird sich später noch ein bisschen was mitnehmen, aber wir wollen jetzt auch nicht so ultra krank verschwenderisch sein und halt eine ganze Packung Wurst kaufen. Deswegen haben wir die Sachen einfach bei der Frischtheke geholt, weil da haben wir gesagt, ja, gib mal 2 Scheiben. Und nicht so 12, wie in der Packung drin sind. So, gib mal hier. Was ist denn das? Ist das heutzutage sehr wichtig. Vegan? Nee. Doch? Nein, doch. Gut, dann... Okay, das ist der Käse von Simply V. Ich möchte keine Werbung machen, aber ich sag euch, vom Geschmack her, der beste vegane Käse ist dieser. Simply V Käse. Der ist wirklich vom Geschmack her auf jeden Fall der beste vegane Käse. Simply V, falls ihr es seht, ich habe ein Problem hier auf meiner Insel. Simply V, hört mir jetzt kurz zu. Hört ihr zu? Okay, pass auf. Simply V, hört mir zu. Ich wohne auf einer Insel, knapp 1000 Kilometer entfernt vom portugiesischen Festland. Und alle Sachen, die gekühlt hier hingeliefert werden, kann ich nicht bestellen als Einzelperson. Und es gibt leider kein Geschäft hier, welches Simply V Produkte anbietet. Simply V. Was kann ich tun? Ich hätte gerne diesen Käse ab und zu. Und auch ab und zu den Frischkäse. Vor allem den Frischkäse hätte meine Freundin gerne. Könnt ihr da irgendwie was machen? Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Bitte.
Hashtag SimpliV vor Unge. Kuss, geht raus. SimpliV, würzig und rein pflanzlich der Käse. Da gibt es auch verschiedene Geschmacksrichtungen, glaube ich. Dann nehmen wir das noch. Bäderscheiben Boxhornklee auf Basis von Kokosöl. Bin sehr gespannt, ob du was kannst. Also ich sage, die wird den SimpliV-Käse besser finden als den normalen Käse. Das sag ich jetzt. Ah ne, es geht gar nicht darum, oder? Geht es darum, was besser ist, oder geht es darum, ob es so ähnlich schmeckt? Ding ist, wir fangen mit Käse an. Ich bin halt ein... Anni, bitte, bitte sag nicht... Oh Gott, sie ist ein Käse-Fan. Oh mein Gott, Anni, bitte. Sag bitte nicht, dass dieser Käse nicht schmeckt, bitte. Ich habe jetzt Trust in dich, bitte. Einfach basic AF Käse. Fühlt sich halt schon cremiger an, offensichtlich. Hated, sie hated. SimpliV Käse, würzige Genießerscheibe. Ja, SimpliV Käse, jetzt sag es. Sag es, es ist eine 10 von 10. Let's try it. Vegan. Es ist nicht mal Butter oder so drauf, aber es schmeckt echt nicht scheiße. Es schmeckt nicht scheiße. That's my girl. Sehr gut, das wollte ich hören. Also es schmeckt wie Käse. Also ich persönlich bin halt eher so der Hardcore 18 Monate gereift Käse-Fan. Ja, eher so alter Gouda, okay, das gibt's leider nicht. Sowas gibt's leider nicht, aber so normaler Butter, so wie Butterkäse, so schmeckt der halt. Testen wir jetzt mal diesen Gouda oder whatever das ist dagegen. Ein bisschen cremiger, aber ich glaube, wenn man hier einfach Butter drunter tut, hat man das gleiche Cremigkeitsgefühl. Der schmeckt mir besser, aber der ist nah dran. Wenn wir sagen 10 Punkte, okay, machen wir die Punkte so. 10 von 10 Punkten heißt, schmeckt genau gleich. 1 von 10 schmeckt gar nicht gut und auch... Gib mindestens eine 8. Gib mindestens eine 8. Nicht passend und ich finde, der wäre jetzt eine 9 von 10. Eine 9! Ihr könnt! Sie könnt! Sehr gut, okay, eine 9, damit kann ich... Ey! Eine 9? Strong. Strong. Ja, ist strong. Leute, ich sage euch noch was. Ich habe privat damals in Hamburg, wo ich gewohnt habe, ich habe in Rissen gewohnt. Und wir hatten da einen Rewe und einen Edeka. Und die hatten beide damals, als SimpliV rauskam zu der Zeit, hatten die keinen SimpliV-Käse im Angebot. Und es gab auf der Online-Seite von SimpliV gab so ein Blatt zum Ausdrucken. Und dann habe ich dieses Blatt ausgedruckt und habe das da im Edeka und im Rewe gegeben und habe gesagt, könnt ihr den bestellen? Ich würde den gerne kaufen. Und dann haben die ihn reingenommen. Also SimpliV, hört mir zu. Ich bin nicht nur ein Online-Influencer, sondern ich habe auch meinen Rewe und meinen Edeka damals in Hamburg Rissen offline influenced, undercover influenced. Wenn das nicht mal ein Einsatz ist. Also der hier. Und SimpliV. Ich bin mal gespannt, wie der hier schmeckt. Schmeckt sehr ähnlich wie der andere. Riecht sehr viel intensiver, als es schmeckt. Ich fand den von SimpliV noch mal ein bisschen besser. Ich glaube, das ist ein sehr milder Käse auch. Also ich würde sagen, die beiden veganen Käsesorten haben so wie Butterkäse geschmeckt, falls du das was sagst. Genau das habe ich auch gesagt! Wenn man Butterkäse mag, das ist wirklich eine gute... Ey, dieser Geschmack von Käse, den manchmal möchten die Leute den haben, dafür ist es eine gute Sache. Käse schmeckt halt nach sehr mildem Käse. Okay, wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich esse gern milden Käse, also so Butterkäse oder jungen Gouda, dann würde ich gute 9 Punkte geben, wenn nicht so 8 bei dem mit den Körnern drin. Next, liebe Freunde. Vegetarische Frikadellen. Ach so, die sind auch nur vegetarisch, oder was? Ja, dann habe ich die auch noch nie probiert. Mittlerweile gibt es auch vegane Sachen von der Rügenwalder Mühle. Als ich in Deutschland gewohnt habe, waren die meisten Sachen noch vegetarisch. Und das Problem an der Rügenwalder Mühle war immer, fast alle ihre Produkte waren aus Ei gemacht. Also Eiklar war da drin. Und habe ich natürlich nicht gegessen, aber ja. Die haben es auf jeden Fall geschafft, auf den Mainstream-Markt drauf zu ballern für Vegetarier und Veganer. Haben die auf jeden Fall eine gute Marktmacht sich geholt. Aber hätten früher direkt mit vegan starten müssen. So, wir haben Frikadellen aus der frischen Theke. Und wir haben Frikadellen... in vegetarisch? Ja, vegetarisch oder vegan? Wenn die vegetarisch sind, Alter, ich würde am liebsten skippen. Interessiert mich nicht. Egal, gucken. Also rein farblich muss ich ja mal sagen, das Auge isst mit. Mhm. Und ich finde, die sehen gebraten aus. Echt? Ich finde, die sehen voll scheiße aus, weil die so dunkel sind. Ich finde, die sehen richtig hart aus einfach. Nee. Probier mal einen. Und? Die schmecken wie scheiß Frikadellen. Die schmecken wie scheiß Frikadellen. Die schmecken wie Frikadellen. Ich würde lügen. Ich bin auch nicht über der Frikadellenesser. Aber, warte. Nee, ich will nicht so viel essen. Nur meine mit. Er war die ganze Zeit im Hintergrund. Er so, ja, du musst auch ein paar Sachen probieren. Er war so, ja, ich bin voll der Picky Eater. Ich weiß nicht, ob mir das schmecken wird. Und jetzt hat er eine Frikadelle probiert und ist direkt so, die Frikadelle war schon gut. Aber schmeckt sie auch gut, wenn man eine Fleischfrikadelle dazu isst? Digga, jetzt wird mir gleich aber schlecht. Na, Spaß. Kuss geht raus. Ich geh dick nach Hause. Real Talk? Das ist kein Geschmack. Ich fand die andere besser. Ja, ich auch. Ich bin schockiert, aber die Frikadellen kriegen von mir fucking 10 Punkte. Kriegen 12 Punkte, weil die besser schmecken als das. Krass, krass. Next up
Vegetarische Mühlenwürstchen. Ach, Digga, alles die vegetarischen Sachen. Komm, die vegetarischen Sachen skippen wir jetzt mal. Die könnt ihr euch bei Anni im Video angucken. Mir geht's um den veganen Shit, Leute. Mir geht's um den veganen Shit. Machen wir weiter mit Salami. Und? Ich glaube nicht, dass... Also, bei Salami bin ich wirklich... Doubt it. Weil Salami ist so intensiv im Geschmack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die ohne Fleisch kriegt. Fühlt sich ein bisschen an wie so türkische Salami. Wenn ihr türkische Salami kennt, die ist so ein bisschen trockener. Sieht doch so aus. Ich weiß nicht, was davon jetzt wirklich vegan ist, aber wir gucken einfach mal rein. Okay. Vegetarisch. Also man merkt direkt, die fühlt sich halt trockener an. Ne? Also die echte ist saftiger. Frauen, die so Fleisch vor der Kamera essen, sind mein heimlicher Kink. Finde ich mega geil. Joke. Nein, also schon. Doch. Weiter geht's. Ich würde dem 9 Punkte geben. Was wir probieren? Das heißt, die ist dann genauso gut wie die Mortadella im Vergleich. Nein. Die Würstchen. Wie die Würstchen. Mhm. Findest du nicht? Nee. Ich will, dass diesen Frischkäse von Simply V isst. Der Frischkäse, das ist mein Ding. Können wir mal probieren. Das Aroma kommt hier schon mehr raus. Mhm. Okay, du hast recht. Ich muss mich revidieren. Normale Salami schmeckt schon sehr viel intensiver. Ich würde eher so eine 6,5 Punkte geben. Ja, ist ja auch nur eine vegetarische Salami. Vegetarische Mühlensalami. Vegetarische, da fängt das schon an. Okay, ich zeig dir mal eine gute Salami. Pass auf, ich zeig dir mal eine gute Salami. So, diese Salami hier, die heißt Sim-Sa-La-Mi. Und die ist von Fantastic Foods. Die schmeckt nicht wie Salami, die schmeckt aber wie eine sehr würzige Wurst. So ein bisschen mehr in Richtung so Sucuk oder sowas. Und die ist wirklich Chok Güzel. Also auch eine sehr, sehr gute Wurstalternative, die bei uns aber meistens zu ist, weil wir die, wenn wir keine Gäste haben, machen wir die nicht auf, weil wir essen so selten so Wurst nach, also so nachgemachte Wurst. Wir essen sowas einfach selten, weil wir essen immer nur Tomaten und so ein scheiß Obst und Gemüse aufs Brot, Scheiße und Reis. Aber wenn Gäste da sind, dann holen wir die mal raus und die feiern immer alle. Also alle Fleischesser feiern diese Wurst immer. Die sagen immer, oh geil, geil, geil. Vegetarischer Schinkenspickersalat, Fleischsalat. Vegetarisch, was will ich mit vegetarischer... Was, wer isst denn auch Fleischsalat, Bruder? Wo sind wir hier? Wer isst denn sowas? Keine Ahnung. Das frage ich mich aber auch. Wie so ein Fleischsalat schmecken soll, kann auch niemand. Ich glaube, es isst man trotzdem aufs Brot. Ich glaube, es ist wie so ein Brotaufstrich, oder? Man nimmt den so, isst man den einfach so? Das finde ich schon ein bisschen heftig, wenn man den so isst. Also ich glaube, den würde ich trotzdem aufs Brot schmieren. Da hat man so einen cremigen Aufstrich. Ja, schmeckt scheiße, aber ich finde halt, das ist ja nur Mayonnaise. Boah, ich bin so eklig, Alter. Bäh, der war leckerer. Bah, Alter, die zieht sich einfach so Mayonnaise und Schinkenwurst pur rein. Gönnung. Gönnung, Alter. Ist so krass ekelhaft. Digga, das einfach so pur zu essen, ist auch schon heftig. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, weil ich halt noch nie Fleischsalat gegessen habe. Und ich finde, das schmeckt halt ekelhaft. Ich glaube, es ist einfach, weil du das pur gegessen hast. Du musst mit einem Brot zusammen essen, das ist besser. Das schmeckt halt etwas weniger ekelhaft, weil weniger Fleisch drin ist, aber halt saure Gurken. Ist jetzt nichts, was ich jetzt löffeln würde. Keine Ahnung, ich nehme den mit. Mike, du bist Fleischsalatesser. Willst du den mal testen und mir sagen, was du davon hältst? Ja, geht eigentlich. Ich finde, der geht. Ich finde, der geht. Ja. Wir finden den beide leckerer, aber wir finden das auch ekelhaft. Also vielleicht, wenn du das lecker findest, findest du das ekelhaft. Keine Ahnung, wer Fleischsalat ist. Wir haben umgebaut. Willkommen mit Anni. Oh, ist das gebraten? Jetzt auch bitte mal vegane Sachen. Anni, jetzt mach mal vegan. Mach mal hier was Veganes. Wir haben hier eine Pfanne für Dinge, die Fleisch sind. Da haben wir schon Öl reingetan. Und eine Sache für Dinge, die alles außer Fleisch sind. Die hätten noch einfach alles damit in eine Pfanne tun können. Wenn die eh beides essen. Naja, okay. Und wir fangen einfach mal easy peasy lemon squeezy an mit Chicken Nuggets. Einmal Chicken Nuggets von Iglo und einmal veganen Nuggets. Ah, Korn. Das ist, glaube ich, auch vegan doch? Okay, ich dachte, es wäre mit Milch gemacht. Okay, vegane Nuggets, aber die Marke... Die Sache ist, wo ich auf jeden Fall sage, das Problem ist, Quorn ist bestimmt auch eine gute Marke. Ich will niemanden haten, ne? Wenn die was Veganes machen, sowieso gut. Aber für alle Leute, die Fleischesser sind und diesen Fleischgeschmack haben wollen und die trotzdem was Veganes mal ausprobieren wollen, würde ich eher eine andere Marke empfehlen. Und zwar, jetzt kommt's, Leute, diese Marke hier, Like Meat, die machen alle möglichen Sachen so zum Warmmachen aus Fleisch. Also Gyros, Grilled Chicken, auch Chicken Nuggets, glaube ich, auch Bratwurst und so. Und die Marke... Die schmeckt auf jeden Fall, ich habe da einiges probiert und ich finde, die schmeckt auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall gut, aber Quorn, mal gucken, was die sagt. Piep, 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 piep. Jetzt bin ich gespannt. Piep, piep. Jetzt bin ich neugierig. Piep, 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 piep. Ah, hier. Oh. Ist das sehr laut?
Wir mussten die beiden in eine Pfanne tun, weil, keine Ahnung, diese Dinge sind mir am Arsch, aber wird schon. Okay, ist ja egal. Hauptsache, ich verwechsel nicht. Hier kommt noch eine Frage, die vielleicht interessant ist für manche auch. Sebastian Protzer oder Prosser schreibt: Hey Junge, ich habe eine Frage. Und zwar willst du ja keine Tiere essen, was ich verstehen kann, aber warum kein Honig, Eier und so weiter? Da kommt ja kein Tier getötet. Kannst du mir das erklären? Okay, kann ich erklären. Also Honig ist nochmal was ganz Spezielles. Das sage ich gleich zum Schluss was. Warum ich keine Eier und Milch esse, ist trotzdem aus dem Grund, weil die Tiere geben es dir ja nicht freiwillig, sondern man nimmt es den Tieren weg. Wenn es einfach irgendwo wilde Tiere wären, so im Wald, irgendwelche Rebhühner und man klaut denen die Eier. Okay, sind die traurig, die haben Ei gelegt, sind die traurig. Ist nicht ganz so schlimm. Aber das Problem ist ja nicht, dass wir die Eier einfach so nehmen und das war's, sondern um die Eier zu produzieren, stecken wir ja Millionen von Hühnern in so Käfige, in Legebatterien heißen die, und das ist eine riesige Industriehalle, und diese Hühner sitzen ihr ganzes Leben in so einem Käfig, können sich nicht bewegen und machen halt die ganze Zeit Eier, und genauso ist es bei den Kühen auch in der Massentierhaltung, und leider ist über 90% der tierischen Produkte kommt aus Massentierhaltung, auch wenn jeder sagt, oh, ich esse nur Biofleisch, ich esse nur dies und das, die meisten Sachen, die ihr aus verarbeiteten Produkten nehmt, kommen aus Massentierhaltung, und Kühe werden ausgebeutet und Hühner werden ausgebeutet, deswegen esse ich gar nichts vom Tier. Und bei Honig ist es so, okay, Honig sehe ich nicht ganz so kritisch, weil die Tiere werden zumindest nicht gequält, aber das Problem ist erstmal, die Bienen bauen ihren Honig für sich selbst an und der Honig wird dann ausgetauscht durch Zuckerwasser und so vom Imker. Finde ich nicht ganz so schlimm, aber was schlimm ist, durch diese einseitige Zucht von diesen bestimmten Bienen, die diesen gewünschten Bienenhonig produzieren, gibt es ein Problem mit der Artenvielfalt, und zwar diese eine Bienensorte, die wird gezüchtet und alle anderen Bienensorten gehen dann quasi dadurch unter, weil diese eine Bienensorte, ja, so gefühlt sich dann überall verbreitet, und das macht auch für die Artenvielfalt in unserer Natur viel kaputt. Deswegen esse ich zum Beispiel auch keinen Honig. Ich finde aber Honig persönlich nicht schlimm. Also ich esse keinen Honig, aber ich finde Honig nicht schlimm. Und es gibt auch super Honig-Alternativen. Ja? Um euch kurz was zu zeigen. Moment. Moment. Okay. Also Agavendicksaft kennt ja mittlerweile eigentlich jeder. Aber es gibt mittlerweile auch von Vegablumen gibt es so Honig, und der heißt Wonig. Und dieser Wonig, der ist einfach, das gibt da ganz viele verschiedene Sorten von, der ist zum Beispiel jetzt, was ist das für ein Honig? Aus Löwenzahn. Der ist aus Löwenzahn gemacht und der ist vegan, ohne dass Tiere dafür, ja, braucht man keine Tiere für, das Produkt ist nicht von Bienen und bla 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 bla. Ne? Und der schmeckt echt genauso wie Honig, sieht genauso aus wie Honig und schmeckt auch wie Honig. Mega lecker. So, nur kurz zur Info dazu. Dann willst du auch ein Chicken Nugget? Du bist ein Chicken Nugget. Chicken Nuggets sind gebraten. Wir haben die erstmal wie echt hart verkohlt. Ups. Erstmal die vegetarischen. Oh. Ach, hier ist noch eine wichtige Frage und dann geht es aber weiter. Was ist mit Menschenfleisch? Fragt Raynox. Ja, also Menschenfleisch esse ich zu besonderen Feiertagen. Also zum Beispiel Weihnachten und Geburtstag esse ich immer Menschenfleisch. Einfach, um meinen Vitamin B12-Haushalt aufzufüllen. Und die Sache ist die, manche fragen sich, warum ich auf die Insel ausgewandert bin. Ja, in Deutschland habe ich ein laufendes Verfahren wegen Kannibalismus am Laufen. Das ist ein bisschen kritisch, das Thema. Ich habe halt ein paar Zuschauer gegessen, die bei mir geklingelt haben. Und ja, ich habe sie halt dann gegessen. Und dann wollte der deutsche Staat mich ins Gefängnis stecken, wo ich gesagt habe, hey, die wollten gegessen werden, also sie sind extra bei mir vorbeikommen, um gegessen zu werden. Und dann hatten wir eine lange Diskussion, das ging mit dem Anwalt hin und her, und ja, die waren auch beide super lecker, ich habe die auch gut verwertet, und ja, da mache ich auf jeden Fall eine Ausnahme, auch bei Menschenfleisch. Ich wusste es, wir hätten die früher rausnehmen sollen, Alter. Ist okay? Ist okay, wirklich nur okay. Jetzt die Veganen, die Fleischen-Nuggets. Viel zu heiß. Also ich muss sagen, ich fand die Chicken Nuggets von Quorn jetzt nicht so lecker. Ich hatte mal Chicken Nuggets von... Schade. Es waren keine leckeren Chicken Nuggets, die von Quorn. Schade. Eine andere Marke, die auch vegetarisch oder vegan waren, die waren way besser. Also way besser. Die waren leider irgendwie nur so bestenfalls okay. Aber ich würde denen jetzt eher so eine 6,5 geben. Ja, wie gesagt, kenne leider nicht die Marke, deswegen kann ich nicht relaten. Jetzt kommt eine Sache, auf die ich mega krass gespannt bin. Ja. Nämlich vegane Fischstäbchen von Vivera. Ich glaube, die habe ich schon mal probiert. Das Problem ist, die schmecken absolut nicht nach Fisch. Also, wenn man wirklich diesen Fischgeschmack haben möchte, ich finde, die schmecken, ich probiere ja alles mal, ne? Also zumindest probieren finde ich immer wichtig, aber ich finde, die schmecken absolut nicht nach Fisch. Die schmecken einfach wie panierte Sojasticks oder panierte Erbsensticks. Aber also, Fisch... Nee, also wirklich nicht. Also das wird, also wenn die das so bewertet, ob das so ähnlich schmeckt wie Fischstäbchen, sage ich, die kriegen keine hohe Punktzahl. Aber lecker waren die trotzdem. Okay. Wir haben Hunger, haben wir nicht, haben Eschi gegessen. Aber Fischstäbchen-Alarm, das ist die von Iglo, das sind die Veganen. Gönnen wir mal den Veganen rein. Okay.
vegane Fischstäbchen? Auf Anhieb würde ich sagen, lecker. Lecker? Aber nicht so ultra fischig. Ja, genau wie ich gesagt habe. Lecker, aber eben nicht fischig, weil es schmeckt wirklich nicht nach Fisch. Also für Leute, die diese Fischstäbchen mögen, aber keinen Fisch mögen, ist das vielleicht auch eine gute Alternative. Die echten Fischstäbchen sind ja schon leckerer. Wir hatten eigentlich für heute noch geplant, Hackfleisch zu testen. Und was mit dem Frischkäse? Anni, du hast doch den Frischkäse noch gar nicht probiert. Aber ich bin schon eine Stunde zu spät für den Stream und deswegen machen wir das gerne beim nächsten Mal. Also falls ihr sagt, hey Anni, das war ja jetzt richtig cool. Ja, ich will, dass du den Frischkäse noch probierst, weil das ist das Allerbeste. Du hast das beste Produkt nicht probiert. Der Frischkäse ist so gut. Der Frischkäse ist das Allerbeste, was auf dem Tisch lag und du hast es nicht probiert. Ich fand es ein sehr interessantes Video. Bei manchen Sachen hätte ich nicht gedacht, dass sie sehr gut schmecken. Bei manchen Sachen hätte ich irgendwie gedacht, dass sie besser schmecken würden und war ein bisschen enttäuscht. Sind alle in deiner Familie Veganer? Ja. Meine Mutter und meine Geschwister sind alle vegan. Alles in einem bin ich aber sehr zufrieden. Und ja, mich würde eure Meinung interessieren. Habt ihr schon mal so Ersatzprodukte gegessen? Wie ist eure Meinung dazu? Ja, jetzt nochmal zum Abschluss auch meine Meinung zu Ersatzprodukten. Ich probiere Ersatzprodukte immer gerne, weil ich wissen will, wie schmeckt das und so, wie machen die das. Aber ich finde, solche Ersatzprodukte sollte man eher, habe ich schon öfters gesagt, eher als Genussmittel sehen. Wie so mal, was ist Chips oder Schokolade oder sowas. Das sollte man wirklich nur machen, so essen, wenn man wirklich Heißhunger drauf hat, wenn man richtig Bock hat, mal diesen Geschmack zu haben. Man möchte vielleicht keine Tiere töten oder ausbeuten und möchte dann trotzdem diesen Fleischgeschmack haben, weil man vielleicht früher Fleischesser war. Ne? In unserer Gesellschaft wachsen ja sehr viele Leute als Fleischesser auf. Dann finde ich es okay, aber ich finde, sowas sollte man nicht jeden Tag essen. Ich finde, man sollte generell viel, viel mehr frisches, unverarbeitetes Gemüse und Obst selber zubereiten und kochen. Ich esse auch sehr viel im Restaurant, aber da wird's ja auch, da sind ja auch keine Ersatzprodukte, sondern im Restaurant sind ja auch dann frisch gekochte Zutaten und so. Aber genauso, wenn wir zu Hause sind, ich mache lieber so eine Schüssel Reis mit Tomaten, Paprika, Knoblauch und so. Also frisches Obst und Gemüse und leckere, gute Vollkornprodukte. Frisch gekocht, immer besser. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Schönes Video, aber du hast den Frischkäse nicht probiert. Bitte den Frischkäse. Bitte den Frischkäse.